macht es, wenn mich jemand braucht, meldet euch, ich komme vorbei, schaue euch auch so ein bisschen über die Schulter und gebe euch entsprechend Tipps. Ja, das singt dann jemand anders mit dem Rapper irgendwie so. Ja, das ist ja der Weihnachtsmann eigentlich evangelisch oder katholisch? Auch was geben, was euch nicht so gefällt am Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt, was könnte da auch Negatives sein? Wir haben ja Religionsunterricht, Nora. Da, wo Jesus geboren ist, da ging es eigentlich überhaupt nicht um den ganzen Luxus, sondern da war ja nichts, gar nichts. Sebastian? Naja, ich finde, das ist alles irgendwie viel zu übertrieben mit der ganzen Deko und so an den Weihnachtsmärkten. Ja, das sollte man irgendwie ein bisschen weniger machen, damit er auf der Warte sind vor Weihnachten werden. Lichterketten, Kerzenschein? Ja, okay. Der Weihnachtsmann klopft an der Tür, weißer Schnee fällt überall. Sterne mit hellen Lichten und groß wie Gottes Schein leuchtet das Glück am Himmel bunt und klar. Es gibt Jüngere und Ältere Hirten und die Älteren gehen dann, legen sich dann schlafen und die Jüngeren sind halt die erste Nacht auf dem Feld. Also, dass man unterscheiden zwischen Jüngeren und Älteren Hirten und die Jüngeren, die wollen die Botschaft für uns alle erkunden. In manchen Schichten steht es auch drin, dass der Chor dann, so ein Engelschor, dass der halt das aussingt, dass man da vielleicht zwischendrin, wenn die Engel nachher auftreten, das Lied ein bisschen singen. Also